Hallo, ihr lieben Mäuschen da draußen. Juhu! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus. Ja, eine weitere Aufnahmesession startet hiermit und in der letzten Aufnahmesession, ich glaube in den letzten ein, zwei Folgen, haben wir ja diesen netten Raum hier aufgesperrt, weil wir im obersten Geschoss, glaube ich, haben wir ein Messer gefunden. Oder, nein, Blödsinn, das Messer hatten wir in der Küche gefunden und im obersten Geschoss dann hatten wir mit dem Messer eine Schublade im Büro des Direktors aufgebrochen, die wir am Anfang nicht aufbekommen haben. Und darin war ein kleiner, alter Schlüssel, mit dem wir sozusagen jetzt diese Tür hier aufsperren konnten. Und da waren wir in der letzten Folge sogar schon drin, haben uns ein bisschen umgeguckt und siehe da, wir haben ein Objekt gefunden, was wir verwenden können, um zurück in die, um zurück in die Vergangenheit zu kommen und haben somit in der Vergangenheit gelernt, wie wir Unterschriften fälschen können. Und das ist natürlich jetzt die perfekte Fähigkeit, um hier ein bisschen weiterzukommen. Denn genau die Fähigkeit hat uns quasi noch gefehlt, dass wir ein bisschen was weitermachen können. Wie zum Beispiel, glaube ich, auch in die Cocktailkarte etwas reinschreiben und womöglich auch unser Formular unterzeichnen. Und das Problem ist allerdings, dass nur eine Sache fällt mir da noch ein, die wir noch machen müssten. Dafür muss ich aber nochmal rauf, um zu gucken, nämlich in den Raum, um zu gucken, was für ein Raum da jetzt überhaupt noch Licht hat und welcher ausgeschaltet gehört. Wir haben hier auf jeden Fall fast ein WC. Das heißt, dieser Raum hier muss noch aufgedreht werden. Ich muss jetzt nur gucken, was das für ein Raum genau ist. Moment. Das könnte... Moment, ich schau mal kurz. Das könnte... Ja, ich glaube, ich weiß, was das für ein Raum ist. Ich glaube, das ist die Bar, in der wir waren. Die Bar. Die müssen wir auf jeden Fall noch aktivieren. Weil dann haben wir da ein WC und ich dachte anfangs eigentlich nur, dass wir da ein W draus machen müssen. Aber nein, wir müssen ein WC draus machen. Und WC steht natürlich bekanntlich für Toilette. Und nachdem Blase ja zwar schon eine starke Blase hat, aber eigentlich auf die Toilette müsste, habe ich mir gedacht, wenn der jetzt ein WC über die Monitore, über eingeschaltete Monitore auf einmal vor sich sieht, dann müsste er vielleicht erst recht auf die Toilette und dann, ja, vielleicht zwingt ihn das sogar auf die Toilette, wer weiß. So, deswegen, ich würde mal sagen, wir gehen nochmal runter, ganz runter und ich hoffe allerdings, dass wir diese in den Zwischenstöcken hier, dass wir da diese Gittertüren auch bald aufsperren können, weil das wäre so eine Sache, die ich gerne machen würde. Oh oh. Und jetzt lassen wir uns hier nochmal hier in den Gesellschaftsraum bringen und dann können wir nämlich das Wäscheliftsystem wieder benutzen. Und dann kommen wir nämlich auch, glaube ich, zu dem jeweiligen Raum, nämlich in die Bar. Und Moment, nein, da kommen wir nicht in die Bar, wir kommen ja jetzt schon in die Bar. Wir müssen ja nicht den Wäschelift nutzen. Den müssen wir nur dann nutzen, wenn wir zu Hoti und Moti zum Beispiel gehen wollen. Aber die sind ja bekanntlich weg. Und das Bettlaken haben wir vollgekrümelt. Und das ist es da unten in der Wäsche. Von daher, ja. So, jetzt drehen wir quasi hier nochmal das Licht auf. Und gucken mal, ob das den Blase triggert. Ab geht's. Gleichzeitig ganz in der Nähe. Oh ja. Ach ja, Licht an, Licht aus. Tja, und was siehst du? Aber was zum Kuckuck? Diese Monitore. Das ergibt ein Muster. Och nee, ist nicht wahr. Es ist eine Botschaft. Eine Botschaft. WC. Ja, und? Hui! Ach, ist das schön!
Ah, jetzt muss er nämlich dringend auf die Toilette. Na wunder. What the? Edna? Grafikbug? Wo ist Edna hin? Oh. Okay. Edna war ein Geist. Ist plötzlich erschienen. Wow. Geiler Bug. Ach ja. Schön. Na gut. Dann haben wir quasi Blase jetzt. Moment. Ich muss glaube ich mein Mikrofon ein bisschen leiser drehen. Jetzt haben wir quasi Blase von seinem schönen Monitoren weggebracht. Oder wegge... ja. Irgendwie. Weggetan. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das am besten ausdrückt. Sorry. Und nun haben wir quasi noch die Fähigkeit, Unterschriften zu fälschen. Und ich würde mal sagen, wir probieren uns einfach mal mit der Cocktailkarte. Ja, ich glaube, die Handschrift vom Barmann könnte ich lernen. Mhm. Immerhin ist er offensichtlich Legastheniker. Er schreibt selbst Stinkdrink mit 3x. Okay. Haben wir da... Ah, Barmanns Unterschrift, okay. Und das müssen wir jetzt mit dem Cocktail, quasi mit der Cocktailkarte zusammen machen. Was soll ich schreiben? Was sollst du schreiben? Naja, dann nehmen wir mal XXX. XXX. Okay. So. Und was ist, wenn wir nur die Cocktailkarte sozusagen dem Barmann geben? Oder wenn wir beim Barmann sozusagen XXX bestellen? Was ist da? Und nun weißt du was? Wir geben ihm einfach mal die Cocktailkarte. Mal gucken, was dann ist. Barmann, ein Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Ich würde mal sagen, ein XXX. Einen XXX, bitte. Steht nicht auf der Karte. Natürlich. Was? Lass mich mal sehen. Tatsächlich. Was ist bloß in mich gefahren? Dafür habe ich doch die Zutaten gar nicht. Wo zum Teufel bekomme ich jetzt zum Beispiel Hackfleisch her? Entschuldige mich, ich muss in den Keller, um meine Flinte zu holen. Pups. Tja, es ist er weg. So, und was bietet sich da am ehesten an? Ja, was haben wir denn hier Schönes? Nimm es doch mit. Jawohl, jetzt haben wir eine Schaufel. Jetzt haben wir eine Schaufel, na lecker. So, okay. Naja, was heißt lecker? Bleh. Ekelhaft. Schmeckt nicht gut, ist hart. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall mal eine Schaufel. Das heißt, wir können mit der Schaufel höchstwahrscheinlich zu dem Erdmännchen. Ich nenne ihn einfach mal Erdmännchen. Ich habe den Namen komplett vergessen von dem komischen Bauarbeiter da, der da sein Loch gegraben hat und der lauter Löffel benutzt, um sein Loch weiter zu graben. Und ja, die sind alle mittlerweile verbogen und er braucht ja eine Schaufel. Und vielleicht schaffen wir sogar mit der Schaufel hier sozusagen Erde irgendwie in den Topf rein zu schaufeln, den wir hier haben. Oder... aber irgendwas anders. Mal gucken. Wir gehen jetzt mal am besten hierher. Moment, wo war denn noch mal? Ja, doch. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. So. So, da ist natürlich wieder Herr Mantel. So, jetzt gucken wir mal. Da kommt der nächste Ausgang. Yep. Okay. Und nun, nochmal. Und los geht's. So, was ich jetzt noch gern machen würde. Wups. Ich habe ihn genug geärgert. Oh. Da kommt der nächste Ausgang. So. Schön mit Ketchup voll gemacht. So. Das will ich auch mal machen. Wollte ich mal versuchen, ob das funktioniert. Anscheinend schon. So. Und nun, Moment, wo ist er denn? Ich glaube, der ist da unten gewesen, oder? Ich glaube, darunter müssen wir. Und dann, ja, dann gehen wir mal da runter.
By the way, ich kann heute nicht allzu lang aufnehmen, weil ich dann gleich noch weg muss. Deswegen wird das wahrscheinlich eine recht kurze Aufnahmesession. Die nächste wird dann hoffentlich wieder ein bisschen länger. Ich kann jetzt momentan vielleicht 40 Minuten oder sowas aufnehmen, also zwei Folgen machen. Und das war's dann. Nur, dass ihr euch dann nicht wundert, warum die Aufnahmesession auf einmal so kurz ist. Okay, Schaufel nehmen wir und können wir da irgendwie mit dem Loch, können wir das buddeln? Hallo? Achso. Bist du noch da unten? Ah, okay. Guten Tag. Hola! Was gibt es? Ich habe eine Schaufel. Ich habe endlich einen Löffel für dich gefunden. Das soll ein Bitte. Löffel sein? Ja. Muss wohl. Der Barmann hat damit seine Drinks umgerührt. Ah. Was soll's? Bis du einen richtigen Löffel gefunden hast, muss der halt ausreichen. Danke für deine Mühe. Wie, Moment mal, bis ich einen ordentlichen Löffel gefunden habe. Alter, du willst mir jetzt nicht... Du willst mich doch verscheißern. Moment, kann ich da jetzt... Was? Nein. Ich habe ihm doch schon den Löffel gegeben. Das muss reichen. Okay, ich kann also keine Erde schaufeln, oder was? Ich kann keine Erde schaufeln. Was ist, wenn ich mit dem nochmal rede? Hallo, bist du noch da unten? Hallo? Ich glaube, er ist zu sehr mit Graben beschäftigt. Mhm. Scheint so. Und nun? Was? Nein, ich habe ihn... Das muss... Okay, ich kann quasi keine Erde nehmen. Wir brauchen doch Erde, oder? Oder war das Ton? Ich glaube, das war Erde, oder? Die wir brauchen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber egal, immerhin, wir haben jetzt auf jeden Fall mal dem Guten hier den Löffel sozusagen gegeben, wie er es gerne nennt. Und, wobei, Moment. Erdhaufen. Aha. Warte mal, ich möchte mal was probieren. Was hältst du von Sandkuchen, Harvey? Wird es ein gefährlicher Riesensandkuchen mit Reißzähnen? Ich fürchte, die Reißzähne sind mir ausgegangen. Dann muss ich passen. Okay. Benutze Topf mit Erdhaufen. Was hältst du von... Okay, funktioniert also nicht. Ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie den Erdhaufen nehmen und da in den Topf reinschmeißen. Weil ich immer noch denke, dass wir Erde brauchen. Und Moment mal, wie macht man nochmal Abdrücke? War das mit Erde oder mit Ton? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube mit Erde, oder? Nee, bin ich doof? Wie soll denn das mit Erde funktionieren? Nein, wir brauchen Ton. Verdammt! Sorry, mein Fehler, es ist schon spät. So, okay, jetzt haben wir denen auf jeden Fall mal einen Löffel gegeben. Ist jetzt nur die Frage, was uns das gebracht hat. Vielleicht bringt uns das irgendwie dann weiter, irgendwann. Dann versuchen wir mal, die Unterschrift vom Formular zu fälschen. Noch ist da keine Unterschrift drauf. Ich sollte einen Weg finden, das zu ändern. Warte mal. Da fällt mir jetzt gerade was ein. Es gibt doch... Im Büro des Direktors haben wir doch ein Diplom gefunden. Ich glaube, da ist ein Diplom. Im Büro des Direktors. Und ich glaube... Wenn wir da gucken und das Diplom des Direktors mit dem... Mit der Unterschriftenfälschung... Fähigkeit verknüpfen, dann könnte Edna womöglich die Unterschrift von Dr. Marcel fälschen. Oder? Wäre doch eine Idee. So, probieren wir das mal. Da haben wir das Diplom, genau. Und wenn wir hier jetzt Unterschriften fälschen wählen und das mit dem Diplom hier machen, geht das denn? Ja. Ich glaube, diese Unterschrift könnte ich lernen. Sehr schön. Etwas später. Wow.
kann die Unterschrift jetzt perfekt imitieren. Na wundervoll. Dann haben wir jetzt Dr. Marcells Unterschrift, das heißt hier... Sehr gute Idee. Ich unterzeichne den Wisch einfach im Namen von Dr. Marcel. Genau. Perfekt. Ausgefülltes Formular haben wir jetzt wahrscheinlich. So. Das heißt, das Formular können wir jetzt nehmen und können damit höchstwahrscheinlich zum... Genau, unterschriebenes Formular. Damit können wir jetzt zum zur Gruppentherapie der Spieleentwickler gehen. Weil jetzt ist ja das Formular bekanntlich unterzeichnet. Von daher sollte es jetzt eigentlich funktionieren. So, wir gehen mal weiter runter. Und dann gucken wir mal, wo ist das denn gewesen? Ist das da hinten gewesen? Ich glaube, da war das, oder? Durch die Tür. Wenn mich nicht... Ja, genau, perfekt. Durch die Tür war das. Na dann, auf geht's. Guten Tag. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da der sprachen, Poki. Sind die oi, auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Allein schon diese Handbewegungen, die immer... Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Ah ja, für Spieleprogrammierer war das. Ich habe eine unterschriebene Anmeldung. Bitteschön. Ich habe eine unterschriebene Anmeldung. Sehr gut. Setzen Sie sich bitte zu den anderen. Oh, wow, es hat funktioniert. Juhu. Voll geil. So, wenn wir dann soweit sind, möchten Sie denn als neues Mitglied der Runde beginnen? Weiß. Wie sie da sitzt. Oh Gott. Ich würde mir lieber erstmal ansehen, wie das hier abläuft. Ja, ich möchte mir das erstmal ansehen, weil ich kenne ja die Truppe noch nicht und von da an, ich weiß nicht, was da abgeht. Deswegen, ja, ich möchte mir das erstmal ansehen. Ich würde mir lieber erst einmal ansehen, wie das hier abläuft. Na gut, dann machen wir doch besser da weiter, wo wir aufgehört haben. Poki, stellen Sie sich nochmal vor. Ja, na gut. Also ich bin Poki und ich war so wahnsinnig zu glauben, ich könnte ein Computer-Adventure spielen in nur wenigen Monaten mit nur einer Handvoll Mithelfern programmieren und gleichzeitig noch die über 100 Hintergründe zeichnen und alle Animationen Zeit noch meine Diplomarbeit schreiben. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Vorletzter ausgewählt. Als Vorletzter? Sehr interessant. Nächste Frage. Was hätte Ihr Haustier für eine Farbe gehabt, wenn es ein Huhn gewesen wäre? Ocker. Ocker? So. Der Fall ist klar. Sie leiden unter Größenwahn. Puh. Danke. Ich glaube, jetzt bin ich geheilt. Was? Das soll die Therapie sein? Wow. Probier es aus. Es hilft ungemein. Wären wir dann soweit? Was ich? Ja, meinetwegen. Dann stellen Sie sich doch bitte einmal der Gruppe vor. Wenn's sein muss... Hallo Gruppe. Hallo Gruppe. Ach schön. Moment, Poki hat jetzt gerade erzählt, dass er als Vorletzter ausgewählt worden ist. Und auf die Frage, welche Farbe sein Haustier, das Huhn, gehabt hätte, dann war das bei ihm Ocker. Moment, ich muss jetzt mal kurz, wo ist denn mein Notizblock? Ah, hier. Ja, toll. Jetzt habe ich den Kugelschreiber runtergeworfen. Ich denke mal, das hat man gehört. So, wo ist das denn jetzt? Da, genau. Der Bienenmann hatte ein schwarzes Pony und wurde immer als erstes ausgewählt. Dann König Adrian hatte eine rote Katze, wurde als zweites ausgewählt. Drogelbecher, einen grünen Hund, wurde als drittes ausgewählt. Peter als viertes und Hotti als fünfter. Peter hat einen blauen Goldfisch und Hoti eine gelbe Ratte. Moment. Wobei bei Peter war ja Vorletzter. Deswegen habe ich da eigentlich einen Vierer hingeschrieben, weil es fünf Leute waren. Deswegen dachte ich mir, okay, Vorletzter ist wahrscheinlich der Vierte. Aber wenn Poki jetzt der Vorletzte ist, dann muss da irgendwas falsch sein.
Moment, ich bin der Mann im Bienenkostüm.